Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead by Daylight, dem Spiel, wo wir versuchen, jedes Mal zu überleben, aber doch jedes Mal scheitern. Mit an meiner Seite, wie immer mit dabei, der gute Vito mit seinem William Bill Overbeck. Hallöchen. Wieso versagen wir denn jedes Mal? Wir versagen doch gar nicht jedes Mal. Ja gut, jedes zweite Mal. Ja, das kommt schon eher. Ja, wir haben gerade schon versucht, vielleicht einmal mit Killer zu spielen, beziehungsweise ich habe Killer gespielt und dann wollten wir eigentlich dann, dass Vito mit reinkommt und wir dann so eine komplette Lobby machen. Nur leider funktioniert das nicht so ganz und jetzt hatte ich überlegt, weiß ich nicht, gibt es vielleicht die Möglichkeit auf Steam irgendwie so eine Community-Dings zu machen? Eine Vitoria Steam-Gruppe, ja, die gibt es glaube ich sogar schon. Ja, die Vitoria Steam-Gruppe gibt es schon, richtig. Aber können wir dann mit den Leuten auch richtig dann Dead by Daylight spielen zum Beispiel? Damit halt auch mal ein bisschen Abwechslung kommt, dass man auch mal Killer spielt oder so? Theoretisch schon. Ich bin der Meinung, man könnte eine Steam-Gruppe aufmachen. Da hast du dann einen Steam-Community-Chat und mit diesem Chat könntest du dich dann so gemeinsam Dead by Daylight verabreden. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Dass wir da auch mal Killer spielen und so. Dass wir mal andere Blickwinkel zeigen, etc. pp. Ja, warum nicht? Das wäre, glaube ich, schon ganz nice. Oder dass wir das vielleicht auch mal machen, wieder im Stream? Ja, im Stream. Oder wo ich drüber gerade nachgedacht habe, was man ja machen könnte, das sind beide Leute, also wenn wir das wirklich machen mit der Community, dass dann beide Leute halt aufnehmen und du dann immer so zwischen den Sichten hin und her wechseln könntest. Mhm, genau. Oder dass man beides einfach komplett hochstellt. Auch das würde möglich sein, ja. Aha. Klingt gut, aber ich bin ja, oder halt echt... du holst dir einfach auch Player Unknown, und dann spielen wir zusammen, so wie Pandori das jetzt gemacht hat. Ja, es ist bestimmt auch ganz lustig, aber wie gesagt, ich bin halt nicht so der Shooter-Mensch. Ich bin wahrscheinlich einer der Ersten, der dann fällt. Also Pandoria hat das ja in ihrem Livestream auch so gemacht, dass sie eigentlich fast keine Ahnung davon hatte. Und ihr Chat hat das alles zum Großteil ihr beigebracht. Ach, wie süß. Und hat gesagt, ja, ich hatte immer gefragt, was soll ich hier machen, was soll ich da machen, welche Waffen sind am besten und so weiter und so fort. Und das hat sie auch versucht umzusetzen und es ist echt gut geworden. Ich meine, die beste Runde, die sie jetzt, glaube ich, auch auf YouTube hochgeladen hat, da hat sie es geschafft, Vierte zu werden. Oha. Mit drei oder mit zwei Kills. Wobei das halt, man kann schon sagen, ziemlich lucky Kills waren, weil sie halt irgendwo gekämpft hat. Die Leute haben sie nicht gesehen. Und sind halt an ihr vorbeigelaufen und sie konnte die dann einfach hinterrücks erschießen. Mhm. Ja, das insgesamt... ist übrigens der Kettensägenmann. Ja, ich weiß, ich hab Herzschlag. Und weißt du, dann haben er wir hat mich schon gesehen. Da haben wir ja auch einen Duo-Partner. Fuck! Wir könnten, es ist ja das Ding, wir könnten das ja theoretisch sogar zusammenspielen. Ja. Doch, true, ja. Ich nehme aber an, erstmal noch hinter dir her. Ja. Okay. Ich wollte ihn austricksen und er lässt sich nicht austricksen. Der hat voll die haarigen Schultern. Immerhin liegt so der Gepolster drauf. Ist das eklig. Ich glaube, er hat auch eisernen Griff. Oh, du hängst im Keller, ne? Ja. Ich muss mich an diesen Schrei noch gewöhnen. Ist bei dir jemand in der Nähe? Ja, ich werde runtergeholt, obwohl ich noch Herzschlag habe. Na toll. Das ist ja brillant. Von wem denn? Von der Mac bin ich runtergeholt worden. Achso, ja, dann hast du nicht das geile Perk. Wo bist du? Ich habe gerade den ersten Generator fertig gemacht. Hier. Na toll. Also meiner war der erste. Aber der andere ist hier in der Scheune, das ist auch in meiner Nähe. Ich gehe jetzt erstmal in den nächsten Generator. Nächsten Generator. Da direkt bei der Scheune. Bei einem der Ausgänge. In der Scheune? Beim Schulbus. Beim Schulbus zwischen den beiden Ausgängen. Beim Schulbus zwischen den beiden Ausgängen? Hier.
Ach, das bist gar nicht du. Oh, ich hab Herzschlag. Putero Castro hilft mir gerade. Der sieht aber genauso aus wie du. Ja, das kann sehr gut sein. Ich bin direkt neben Black Phoenix. Okay. Dann kannst du sie auch gleich holen, ne? Ja, er läuft ein Stück weit weg, aber ich sitze halt direkt in einem Reifenstapel gerade drin. Also ich habe das Gefühl, das ist auch ein kleiner Camper. Zumindest ist er die ganze Zeit bei mir geblieben. Nee, hier ist er gerade komplett weggelaufen. Ja, wir hatten hier gerade Herzschlag. Ich hab sie auf jeden Fall runtergeholt. Toll, toll, toll. Er ist hinter Putero Castro her. Alles klar. Ich geh wieder an den Generator. Wenn du sagst, bei den Schuhen, das müsste ja direkt auf der anderen Seite gewesen sein. Ich hab keinen Herzschlag mehr. Generator ist an. Okay. So, hier ist direkt der nächste. Ich bin auch gerade schon wieder dran. Das ist gut. Ich bin auch schon direkt. Mac ist auch bei mir. Gut. Gott, dieser türkisene Nagellack, das irritiert total. Ich bin ein Laserbär. Ich bin ein Laserbär. Ich bin ein Laserbär. Wow, er ist gerade direkt auf uns beide zugelaufen. Er ist jetzt hinter dem Mac hinterher. Ja. Und er ist so ungefähr einen Millimeter vor uns zum Stehen gekommen mit seiner Säge und hat ins Leere reingesägt. Ja, toll. Sie kommen jetzt zu mir. Ja, toll. Aber immerhin weiß ich dann, wo du bist. Kann ich gleich den Generator da machen. Oh. Putero Castro oder Black Phoenix schon mal gesehen, damit man die heilen kann? Black Phoenix wird noch gejagt. Die ist hier direkt beim Bus gerade. Hab's gesehen. Oder sehe es immer noch. Ah! Dieser Fähigkeitscheck ist total gemein, wenn du direkt dann da so einen Feuerball davor hast. Oh, schön im Keller. Heyo. Heyo. Ich bin der Meinung, Putero Castro müsste ja auch in der Nähe sein. Okay. Ich habe nämlich ein Dings fallen hören. Ein Haken. Geh mal Richtung Keller und gucken, was ich da so ausrichten kann. Scheiße. Ja, das hol sie mal. Sehr gut. Sie ist nämlich fast tot. Ich mach schon mal das erste Tor auf. Das erste Tor ist auf. Muss gerade mal gucken. Ich glaube, da hinten war noch das zweite. Ja. Ich versuche das sonst auch noch aufzumachen. Dann habt ihr mehr Chancen zu entkommen. Ja, die beiden, die Probleme haben, sind die beiden. Oh je. Oh, 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 Black Phoenix. Aber er lässt sie liegen, oder? Ich gehe gerade auf jeden Fall mit Castro hier zum Tor. Heilen hier in der Nähe. Nee, er nimmt sie hoch. Dann ist sie gleich tot. Beide Tore sind auf. Ich bin mit Castro hier am anderen Tor. Alles klar. Ja, okay, sie ist tot. Dann können wir rauslaufen. Hast du ihn geheilt? Ja. Ja. Gut. Wollen wir raus? Du, geh du als erstes, dann weiß er Bescheid. Ja, ich bin raus. Ja, okay. Oh Gott. Was denn? Er wurde gerade niedergesägt. Nee, ne? Aber er ist, glaube ich, quasi über die Kante gefallen.
Das ist gut, das ist gut. Zuschauen kann ich auch nicht mehr, das ist vorbei. Na dann, scheint das geschafft zu haben. Vito! Du hast ja ganz schön viele Punkte gemacht. Ja. Nicht schlecht. Reparieren, Leute retten, heilen. So, ich gehe jetzt direkt in den Upgrade-Raum. Ich muss hier ja nochmal ein bisschen gucken, was ich hier so habe. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich nehme mal hier die Kiste mit. Und Kartenzusatz bringt mir eigentlich nichts. Ja, vielleicht hier für den Werkzeugkasten noch. Ja, ich weiß nicht. Sunny Kit nehme ich eher mit als eine Taschenlampe, oder? Ja. Ja, auch definitiv. So. Perk Slot 3. Sehr schön. Was haben wir hier? Déjà-vu-Erlebnis. Beginn der Runde, wenn du eine Karte hältst, die Generatoren aufspüren kann, werden die durch Déjà-vu angezeigten Generatoren der Karte hinzugefügt. Psychiatrischer Beurteilungs... Oh, stimmt. Ich habe beim letzten Mal auf Leveln den psychiatrischen Beurteilungsbericht bekommen. Okay. Ich glaube, das werde ich gleich mal opfern, damit wir mal in die neue Map kommen. Auch wenn ich sie nicht mag. Auch wenn ich sie nicht mag. Aber egal. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Alles klar. Neue Runde, neues Glück. Mit einem neuen Perk-Slot und zwei Ace Visconti. Interessant. Spannend, oder? Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Nee, das stimmt. Der wird auch relativ wenig genommen. Ja, definitiv. Aber sehen, ob die beiden uns Glück bringen. Ich hoffe es. Oh, du bist mal nicht der Letzte, der bereitklickt. Ich bin begeistert, Vito. Kannst du mal sehen, ne? Ach shit, ich muss ja noch Haken sabotieren. Aber das kann ich mit Feng Min nicht machen. Sei denn, du hast den Perk dafür oder einen Werkzeugkoffer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh mein Gott. Ja, Mensch, was ist denn hier verrückt? Jetzt bin ich mal gespannt. Macmillan oder Larrys Dings Bums. Ich weiß nicht, wie die Karte heißt. Ich auch nicht. Nee. Vielleicht werden wir das gleich sehen. Wenn nicht, dann nicht. Hoffentlich nicht. Ich bereue es schon. Wahrscheinlich wird das wieder so sein, dass die Sachen geopfert wurden und dann gibt es irgendwie eine dritte Map, die halt nicht geopfert wurde, aber die kommen dann dran. Ja, so wie immer, ne? Oh mein Gott. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Dein Optimismus gefällt mir. Oh, guck mal, Behandlungs- Larrys Gedenkinstitut. Verdammt. Warum habe ich das getan? Wen haben wir das zu danken? Der Valkyrie haben wir das zu verdanken. Ich muss mich hier erstmal orientieren, das ist ja schrecklich. Geht mir gerade genauso. Ich habe schon mal einen Ace getroffen. Der Ace geht in eine andere Richtung, das heißt, der Ace sagt mir, dass hier kein Generator ist. Ich sitze jetzt am ersten Generator. Wie gesagt, ich finde hier gar keine Generatoren. Oh, scheiße. Ich glaube, der Killer ist da vorhin gerade lang gelaufen. Welchen Killer haben wir denn? Oh, weißt du, was richtig gruselig wäre? Oh, lol. Weiß ich, was ich sagen wollte? Diese Map mit einem Michael Myers, wenn du eh schon keine Ahnung hast, wie die Map aufgebaut ist und plötzlich steht so ein Michael Myers in der, das wäre richtig gemein. Es ist nicht Michael Myers. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es die Kettensäge ist oder ob es der Feinsteller ist. Dazu war ich zu weit weg. Okay. Ich versuche, Valix mal zu holen. Ich bin nämlich direkt in der Nähe. Alles klar. Ich muss jetzt sagen, ich habe noch keine einzige Falle gesehen. Daher gehe ich, wenn dann, eher vom Kettensägenmann aus. Ah, Michael! Lol. Lol. Und ich sag's auch noch. Ah! Scheiße! Hallo, Michael. Oh, nee. Das gefällt mir gar nicht. Es wird aber eine kurze Runde.
Vor allem das Gemeine ist, er stalkt halt nicht. Und wenn er nicht stalkt, dann haben wir keinen Terrorradius. Indeed. Ja, da in der Nähe ist übrigens ein Generator angefangen. Dann hättet ihr vielleicht zumindest schon mal ein. Ich kann nicht mehr sprechen. Also ich bin ja gerade mal ein bisschen am Gucken von der Map hier, ne? Also ich glaube, das Ding ist wirklich erstmal aufgebaut wie so ein Viereck, ne? Du kannst einmal im Viereck rundherum laufen, ne? Das ist so eine blöde Krähe, die lacht mich aus. Und im Herzen dieses Vierecks müsste eigentlich dieser... Oh. Psychoraum sein. Ja, rette mich. Heil mich am besten direkt hier unterm Haken. Los! Boah, guck mal, wie ich blute. Wie ein Schwein. Sieht aus wie Wackelpudding. Ja, aber ich finde auch, das sieht aus wie Wackelpudding. Ito. Ja. Ist hier irgendwo ein Generator? Hier. Ich komme. Direkt beim Ausgang. Wollen wir den dann nicht lieber irgendwie zu 99% fertig machen oder so? Ach cool, er bringt Michael mit. Der interessiert sich aber gar nicht für uns. Komm mal, und die laufen ja schon wieder längs. Ah! Hä? Wie hat er mich denn getroffen? Er hat voll geleckt. Keine Ahnung. Ich bin gerade in dem Huhuhaha-Zimmer. Huhuhaha. Ach, Generator. Oh, hier ist einer fast fertig. Wo ist der denn? Der erste ist gleich fertig. Halte durch. Wird der andere gerade gejagt? Kann sein, ja. Ihr seht euch ja. Na, er heilt sich gerade. Nee, ich glaube, er wird gejagt. Der Michael läuft hier auf jeden Fall noch auf der unteren Ebene rum. Okay. Zwei. Aber der Ace kommt gerade nicht zu mir, weil er verfolgt wird. Jetzt wird er verfolgt. Okay, ich komme. Er wurde gehittet. Ich muss erstmal einen Weg zu dir finden. Ich sag ja, das ist aufgebaut wie ein Viereck. Du müsstest eigentlich nur im Viereck außen rumlaufen. Scheiße, lauf. Er ist ja hier direkt in der Nähe, oder? Oh Gott, ich glaube, er hat mich gesehen. Ich hol den anderen runter. Nein, 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 das finde ich nicht nett. Jetzt hänge ich schon wieder. Und er hat übrigens auch eisernen Griff. Leute, warum bin ich schon tot? Weil du eben schon Struggle hattest. Hä, ich habe überhaupt nicht die Nette. Woher wusste der so genau, wo ich bin? Ist ja doof gelaufen. Hä, wo ist der? Er ist weg. Na super. Sollte man vielleicht jetzt schon mal die Luke suchen? Oh, hier gibt's auch einen Keller. Ja. Das ist ja skurril. Hilf mir. Danke. Ih, was hat er denn für Hände?
Ich glaube, er ist verheiratet. Holt der den jetzt? Guck mal bitte. Was macht er? Also alle laufen durch die Gegend. Bis auf der Hängende. Was macht Felix? Er läuft durch die Gegend. Und der Killer ist direkt hinter ihm. Hat daneben gehauen. Er ist jetzt direkt über dem Raum, wo der andere gerade gestorben ist. Du hast den Generator. Oh Gott, was ist das für eine Lampe? Was für eine Lampe? Und guck mal, da unten, da ist so eine rote Lampe aufgeblinkt. Hör ich so Blumen. Ich sehe keine rote Lampe. Siehst du die Perks von mir? Ja. So, ach, da ist doch klar, die rote Lampe. Die hat der Aston nicht. Das ist ja spannend. Ich glaube, deine Reparaturgeschwindigkeit ist damit auch runtergesetzt. Ja, ich merke das schon. Und Valix wird tatsächlich immer noch verfolgt. Der ist gut. Oh. Oh nein, er hat genau im falschen Moment auf die andere Seite geguckt, um herauszufinden, wo Michael ist. Und genau in dem Moment kam Michael um die Ecke und hat ihn gekillt. Hing er schon? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube nicht. Doch. Dann suche ich mal die Luke. Now listen. Benutze deine Uhren, Valkyria. Mach es so, wie die Laserbeers es tun würden. Das hat man aber gehört. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, aber du hast doch Herzschlag bekommen. Ja, aber in dem Moment, in dem er mich gehittet hat. Nee, vorher schon. Nein. Doch. Na, das war kacke. Ich hasse Michael Myers. Und ich finde, er passt aber auch zum Map. Er könnte so ein verrückter Hausmeister sein. Wie der Hausmeister von Scrubs. Läuft der mit der Maske durch die Gegend? Und guck mal, du wirst direkt neben dem Generator aufgehängt. Das ist ein Zeichen, Vito. Das ist ein Zeichen. Ja, hau noch mal drauf. Ich bin ja noch nicht tot genug. Guck mal, aber du gehst ins Licht. Ja, echt. Als einzige von uns. Boah. Ja gut, aber Michael war gut. Ja, das stimmt. Der war gut. Ah, so wenig Punkte. Ich konnte ihn nicht austricksen. Na gut. Neue Runde. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie angenehm ich das finde, wie einfach man in letzter Zeit eine Lobby findet. Vito? Ich weiß es nicht. Hast du kurz AFK im Hirn? Ja. Cool. Kenn ich irgendwo her. Oh. Entschuldigung. Ich bin noch so müde. Möge die verziehen werden. Warte mal, es ist... Du kannst nicht schon wieder müde werden. Du hast doch eben gerade geschlafen. Ja. Und? Ich bin ein Wombat. Ja, genau. Ja. Ich bin ein Wombat. Oder eher ein Wommschlaf. Wir sind rausgeflogen. Ich lade dich nochmal ein. Wieder da. Hallo. Hallo. Panda Hallo. Markus und Ugh. Hallo.
Hallo. Hallo. Ich bin dein Ohrwurm. Dein Ohrwurm. So, Killer, mach mal. Wir wollen sterben. Killer Fantastico. Und hoffentlich nicht wieder in die Irrenanstalt. Halt, nein, das ist nicht die... Der Killermann, der Killer, Killermann. Es ist der Killermann. Es ist der Killermann. Es ist der Killermann. Ja, das bringt nichts, wenn ihr da die ganzen Einsen schreibt. Der Killer kann nicht lesen, was ihr hier schreibt. Ich kenne das auch. Deine vereinzelte 6 am Ende. Du musst auch immer das letzte Wort haben. Ja. Das hast du gut erkannt. Na komm, na komm. Lad mal schneller. Ich bin heiß. Oh ja, du bist wirklich sehr heiß. Die Reaktion kam etwas verspätet. Du musst bei mir auch erstmal ankommen. Weißt du, musst du erstmal durch die Internetleitung durch, dann durch das Kabel von meinem Headset, dann von meinem Headset in meinen Kopf und dann auch durch meine ganzen Gehirnsynapsen. Das dauert schon mal so eine Sekunde. Oh, ich hab dich gesehen. Ich bin bei dir. Hallo. Guck mal, da hinten ist auch die Nia Carlson. So, dann wollen wir hier loslegen, ne? Wo haben wir denn hier den Generator? Das ist auch der perfekte Generator zum Anfang. Lauf doch mal nicht so viel. Warum? Einfach so. Hoppala. Guck mal, hier ist die Taschenlampendame. Nia Carlson, die läuft hinter uns. Ich habe einen Generator gefunden. Schade, es hat nicht funktioniert, ihr den Platz zu klauen. Das wäre echt lustig gewesen. Oh oh. Und Uruk wurde getroffen. Uruk! Oh, oh, schon wieder. Oh! Hoppla! Hallo, warum gehst du auf mich, du Sack? Verfolgt er dich? A little bit. Er verfolgt jeden von uns. Er hat sich viel geteilt, Valkyria. Siehst du das denn nicht? Versteck mich jetzt im Keller vor ihm. Mach das. Da schauen die selten nach. Er ist doch direkt hinter mir. Ich will nicht sterben. Nee, jetzt ist er weg. Ich heile gerade Ug. Vielleicht hat er den Ruf der Krankenschwester. I can't see him anymore. He's away. Das ist doof. Ich habe leicht einen Herzschlag gerade wieder gehabt. So. Mac und ich sitzen jetzt am Generator. Der wird mal lauter. Oh Gott, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Michael. Boah, Michael. Er ist jetzt in der Mitte beim Haus, bei dieser Schrotthütte. Ich glaube, da auch, wo auch der Keller ist. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Er geht jetzt in Richtung des Generators, den ihr eben gerade angemacht habt. Den haben wir nicht angemacht. Wir sind schon weitergezogen. Nein, also, ich glaube, das war die Nia, die den angemacht hat. Jetzt habe ich Herzschlag. Jetzt ist er hinter mir her. Gut, ich bin bei einem Generator, wo ich keinen Herzschlag habe. Das ist sehr gut. Er stalkt mich ein bisschen. Ja, ich sehe das. Ihr läuft da so in der Mitte rum. Hab gerade mal gewunken, aber keiner hat zurückgewunken. Oh, scheiße. Wenn er dich jetzt trifft, bist du tot, ne? Ich bin so oder so einmal hin, wenn er mich trifft. Ja, lass mich doch mal meine Späße machen.
Betäubung! Nicht schlecht. Ihr lauft immer noch rum. Ihr seid genau richtig. Da könnt Scheiße! Ich hab gehakt! Ich bin nicht gelaufen. Wieso ist ich nicht gelaufen? Das ist ja nicht doof. Ah, die hingen in den Schrottteilen fest. Das ist doof. Ich bin die Erste, die hängt, oder? Kacke. Sie. Ja, hau noch mal drauf. Ich hab gleich den nächsten Generator an. Ja, mach mal. Drei. Er ist Facecamper. Zwei. Ja, okay, nicht ganz Facecamper. Er geht schon seine Runden, aber er kommt immer sofort zurück. Also man hat hier eigentlich überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Er hat die Nia gesehen. Jagt sie jetzt. Soll ich mal zu dir kommen? Nö, Nia ist ja hier direkt bei mir. Ja, ich komme in eure Richtung. Vielleicht kann ich was machen. Nee, kannst du nicht, weil er hier nämlich steht bei mir. Der geht hier auch nicht weg. Der bekämpft mich. Geh lieber zum nächsten Generator. Hase, geh zum nächsten Generator. Ehrlich jetzt. Ich möchte aber dein Stöhnen hören. Ah. Das von Mac finde ich aber irgendwie attraktiver. Ja, prima. Wenigstens hast du meinen Schlag abgefangen, Mäuschen. Läuft er dir hinterher oder dem Panda Markus? Panda Markus. Wo bist du? Bei der Schrotthütte in der Mitte der Map. Wo bist du? Beim Schulbus. Wo ist der Schulbus? Ah, ich bin jetzt hier bei Mac. Bin fast in der Nähe von Nia. Ja, wir sind da etwas weiter von weg. Direkt. Ein Nia Carlson. Ja. Wir machen jetzt den nächsten Generator. Oh lol, er ist direkt an mir vorbeigelaufen. Mit der Nia Carlson. Kacke. Dieser Zopf von der Mac hier, der ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Der macht nicht wirklich Fluchtversuche, oder? Nein, macht er nicht. Ich glaube, Mac ist auf dem Weg zu ihm. Ne, ich stehe auch neben Nia. Das ist kacke, der ist halt ein Camper. Ja, ist er auch. Lenkt ihn das ab? Ich glaube nicht. Dann geh ich schon mal direkt an den nächsten. Den aber gerade auch nicht. Also bei mir ist er nicht. Na doch, er ist hier noch. Könnt ihr ihn nicht irgendwie zu zweit ablenken? Ist Mac bei dir? Ich hab keine Ahnung. Ah, super. Urk! Hat ihn runtergeholt. Das hat er gut. Er rennt jetzt der Mac hinterher. Ja. Oh, direkt bei mir hier. Das ist doof. Der Generator ist nämlich fast fertig. Ich habe gerade Panda-Markus. Ja. So, geht ihr schon mal da in die Richtung, weil ich bin hier direkt am Generator. Der ist gleich an. Vielleicht kommt er dann hierher, weil so weit ist sie nicht weg. Fuck. Er ist hinter mir her. Ja, du kommst direkt zu mir. Er ist weg von dir. Oh, kacke. Aber es hat funktioniert, sie ist vom Haken, oder? Ja. Wo ist der nächste Ausgang? Weiß ich leider nicht. Ah, ich war ein gutes Ablenkungsmanöver. Perfekt. Ich habe die Luke gefunden. Das ist doch auch schön.
das Tor aufgemacht? Ich suche gerade das zweite Tor. Oh Gott, ich werde die Luke nie wiederfinden. Ich weiß ja, in welche Richtung du gelaufen bist. Hier kann ich da hinlaufen. Mac ist beim zweiten Tor. Nia und ich müssen wahrscheinlich direkt raus. Okay. Scheiße, jetzt habe ich die Luke verloren. Ach, hier ja, ist sie. Wir sind direkt raus. Dann schauen wir mal, was ihr da so fabriziert. Wenn ich Irk irgendwie ein Zeichen geben könnte, weil sie ist ja da hinten direkt. Die rennt gerade raus. Ja? Raus. Super. Und tschüss. Ja, ohne Rest. Sehr gut. Das war eine gute Runde. Auch mit relativ vielen Punkten, oder? Ja. 17.000 Punkte. Ich bin begeistert. Und Screamboy ist so beleidigt, dass er gleich rausgegangen ist. Das ist traurig. Vito, warum bist du denn der Schlechteste schon wieder? Ich stand die ganze Zeit neben euch, habe nur gewartet, bis der Typ euch aufgehängt hat und hat irgendwelche Sachen gemacht. Ich fahre meistens immer das Ablenkungsmanöver. Ach so. Na gut, aber das muss auch irgendjemand machen. Ja, ich habe für das Team gespielt. Nein, ich wollte doch das haben. Miau. So, jetzt noch ganz schnell aufleveln. Und Fangman ist Level 21. Sehr gut. Vorwarnung, sehr gut, das brauche ich definitiv. Ja, ich würde sagen, wir sind an dieser Stelle wieder am Ende angekommen. Wir haben jetzt etwas über eine halbe Stunde erreicht. Der Dead by Daylight Flug ist somit beendet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon morgen wieder? Ja, morgen. Morgen ist Sonntag. Genau. Um die Folge von letzter Woche Samstag nachzuholen. Genau. Exakt. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt, dass ihr mit dabei wart, während wir uns in dieser komischen Anstalt total zum Deppen gemacht haben. Aber immerhin liefen die anderen beiden Runden gut. Ne? Ja, und wir haben die Anstalt gesehen. Ja, genau. Und ja, zwei von drei. Sehr selten. Zwei von drei Erfolge. Yay! Ja, gut. Dann sehen wir uns schon morgen wieder. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze hier schaut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.